Freunde, könnt ihr euch das vorstellen? Dieses große Sandmeer hinter mir war einfach mal früher wirklich ein kompletter Ozean. Aber das Wasser ist, naja, verdunstet. Oder besser gesagt, das ganze Meer ist ausgetrocknet. Und jetzt ist es nur noch pures, ja, ein reines Sandmeer. Ich finde das irgendwie traurig, weil, wie gesagt, wir haben ja im letzten Part durch die Bootsfahrt schon gesehen gehabt, dass Ranel doch wirklich mal ein sehr schöner Ort war. Und jetzt ist es einfach eine gigantische Wüste. Das ist schon heftig. So. Aber bevor wir ins Haus reingehen, ich denke, da wartet uns zwar nichts. Ich denke mal, vielleicht eine Schatztruhe oder irgendwie. Vielleicht einen dieser Piraten, die gesagt worden sind. Aber ich will mich nochmal hier kurz umgucken, ob nicht hier vielleicht irgendwas noch oben ist. Nee. Außer ein paar Insekten war ja absolut rein gar nichts. Ich dachte, hier vielleicht oben auf dem Dach ist noch ein Artefakt der Göttin, aber Pustekuchen. Hier ist einfach mal rein gar nichts. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier runterfalle, weil da habe ich nämlich ein großes Problem. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nochmal hier hoch zu latschen. Ich dreh nochmal noch runter. Hier wird es zum Beispiel runtergehen. Ich weiß noch einmal, als ich ein Kind war, bin ich mich hier runtergesprungen, ohne dass ich vorher ins Haus reingegangen bin. War nicht schlau. War nicht schlau. Nee. So, mal schauen, wie der Captain früher gehaust hat. Vor allem ist hier auch ein Zeitstein drin. Weil, naja. Nee, aber Ungeziefer. Glibber, jo. Und ich habe da ein paar Roboter gesehen. War das seine Familie? Haben die auf ihn gewartet, dass er zurückkommt? Er ist auf ihn gekommen. Selbst hier ist überall Sand reingekommen, ey. Guck mal, nach und nach kommen immer mehr Bilder zum Vorschein. Schau mal, wie blau hier alles war. Und das scheint oder das Schiff seines Captains. Hier auch mehrere Bilder. Das ist ja riesig. Aber hier ist kein Zeitstein oder so. Sprich, ich kann da seine Familie wohl nicht wieder zum Leben erwecken. Du solltest besser nicht in anderen Leuten Schränke stöbern. Ja, aber wenn der schon mal da ist, dann lass mich doch hier gucken. Ich glaube, das war echt vielleicht seine Familie, die auf ihn gewartet hat. Gibita, ich muss dich ermahnen. Aussuchen kannst du dich später. Jetzt sollst du dich zuerst nach der Seekasse suchen. Oh, fei. Meine Fresse. Ich bin den ganzen Berg hier aufgestiegen und die Frau so... Nee, ausgeruht wird hier nicht. Oh, Moment mal. Ich habe gerade was gesehen. Du hast die antike Seekarte erhalten. Diese Karte stammt aus einer Zeit, in der die Wüste noch ein Meer war. Es wurde aber auch Zeit. Und guck mal, die hier oben spielen König der Wellen nach einer Titanic. Gebieter, dies ist die Seekarte des Captains. Ich schlage vor, sie zurück zum Captain zu bringen. Sieh noch, Gebieter. Oh, schau mal, wie viele Roboter auf dem Schiff waren. Auf diesem Schiff ist Nahrungsflamme versteckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft aus Robotern besteht, beträgt 90%. Ich schätze, dass der Captain inmitten seiner Mannschaft ein glückliches Leben gelebt hat. Ja, aber eigentlich ist er ja tot. Mann, ich wünschte, ich könnte die wiederbeleben. Auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist, dann könnte ich wenigstens mal wissen, was sie mir so zu erzählen hätten. Ist sonst oben noch was zu sehen? Nee. Aber ganz im Ernst, will ich Link, ich will alle Roboter mitnehmen, zu dem Reparaturfritzen bringen und alle wieder zum Leben erwachen tun. Ich meine, das ist ja auch, eigentlich ist das ja auch wie ein Volk, ne? Die Roboter. Hat man aber seitdem dann nie wieder gesehen gehabt. Ja, man kann ein bisschen vielleicht drüber nachdenken, wegen
den Titan, aber für mich sind das komplett zwei unterschiedliche Welten. So. Und hier würde ich... Warum kann ich hier... Komme ich hier vielleicht sogar dazu? Ich könnte vielleicht sogar von hier aus es schaffen, auf die Truhe zu kommen. Aber die Seilbahn würde ich auch gerne benutzen. Ah, es ist schwierig! Die Seilbahn würde mich nach unten bringen. Ja, nach da unten. Dann möchte ich halt nach und nach runter. Komm! Seilbahn ist mal cool, aber ich will da runter springen. Ich bin ein... Ja, ein Bagger, wie er im Buche steht. Ich muss mal kurz gucken. Wo ist denn die Truhe? Da. Okay. Bitte nicht aufs Land aufschlagen! Jetzt verfehlen, ich schrei! Mein ganzes Leben lang, ich werde nicht mehr glücklich! Hey, das verkackt, du wärst irgendwo daneben gelandet, ey! Ganzen Weg nochmal rauf! Ach, nur für Cash, ich dachte, das wäre wenigstens in den Herzteil! Menno! Ich dachte, jetzt kommt das so in den Herzteil. Ah! Hätte ich doch lieber die Seilbahn benutzt, ey. Scheiß auf die 100 Rubine, ey. Da hofft man sich ein Herz, dann kriegt man sowas, ey. Au. Und noch einen Kaktus in die Fresse. Das ist schön. Lass mir mal Ruhe, du Froschgesicht. Link! Sei nicht aus der Puste! Captain, wir haben sie! Du hast die Seekarte gefunden. Gut gemacht. Jetzt mache ich die Seefahrt erst richtig Spaß. Lass uns ein Schiff suchen, ja? Mein Schiff suchen. Sollen wir ablegen? Ja, klar. Brechen wir auf. Okay. Öffne jetzt mal die Seekarte, die du mitgebracht hast. Die Lage der Werft ist mit einem X markiert. Alle unsere Schiffe kommen aus der Werft. Auch mein Wunder ist dort gebaut. Ich bin mir sicher, dass du dort einen Hinweis auf den Aufenthaltsort meines Schiffes finden kannst. Auf geht's! Und go! Also ja, so. Boah, hier, wie viele Felsen hier sind. Guck mal, ey. Wo ich mich hier durchfinden muss. Ey! Da vorne. Warum? Moment, warum ist da ein Fass? Okay, Bomben. Geht klar. Ist das die Werft da hinten? Ist aber ein sehr felsreiches Gebiet. Warte mal, wenn es dazu. Wenn es dazu Werft gibt. Wie sind die Schiffe denn hier durchgekommen? Ich mein Nussschal habe ja schon Probleme. Nee, aber scheint echt das echte Gebiet zu sein. Vielleicht war der Wasserpegel damals noch größer, also höher. Huch, Gegner! Sehr interessante Musik, die ihr gerade spielt. Bringt mir was, wenn ich die Dinger wegmache? So, das ist also die Werft. Huch. Moment, das Vieh kennen wir doch. Und irgendwie... Ah, jetzt geht's. Irgendwie hat es gerade rumgespannt. So, ich weiß, ich habe, schlau wie ich bin, weiß natürlich jetzt gerade auch nicht, wie lange ich, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe, ist ein bisschen blöde, kann sein, dass der Partner ein bisschen, zu wenig hat, aber irgendwie werden wir schon herausfinden. Also ihr könnt euch entweder freuen auf Überlänge oder ihr könnt euch freuen darauf, dass der Partner ein bisschen zu kurz wurde. Ein paar Gegner. Ich kann die Sachen doch eh nicht mit.
einsammeln. Muss man erstmal gucken, wie komme ich denn da jetzt überhaupt ran? Bin ich jetzt schon im Werfgebiet? Ah, da vorne. Moment, habe ich... Wollte gerade mal fragen, ob ich jetzt einfach nur die schlechteste Route erwischt habe. Nee, hier sieht es genauso aus. Also, egal, ob man von links gekommen wäre oder von rechts, es ist einfach eine etwas komische Route. So, das ist also die Werft. Wie haben die in das Schiff hier rausgekriegt, wenn hier überall Felsen und Eis sind? Fragen über Fragen. Werft. Oh, was sind das denn? Schienen? Alter, sieht ja schon aus, ob das ein Dungeon ist. Obwohl, kann ja sein. Kann ja vielleicht ein kleiner Mini-Dungeon sein. Sowas gab es auch manchmal schon. Wir sind da. Auf dieser Insel werden früher Schiffe gebaut. Also wurden. Ja, es gibt Sinn. Auf dieser Insel wurden früher Schiffe gebaut. Hier befinden sich sowohl die Werft als auch die Behausungen der Werftarbeiter. Dieses Gebäude ist die Werft. Aber der Eingang ist verschlossen. Wir kommen da wohl nicht rein. Die einzelnen Gebäude dieser Insel sind mit Loren untereinander verbunden. Wenn du in die Lore steigst, kannst du die Werft vielleicht über den Hintereingang betreten. Dort ist der Lorenbahnhof. Geh dort einmal hin und sieh dich um. Ich warte hier auf dich. Alles klar. Wow. Ich kann ja schon mal hier einen kleinen kurzen Blick reinwerfen. Ich mache dann die Party jetzt hier ab, den kann ich mir so lange. Aber, ach, hier gibt es auch schon wieder das Seilsystem. Da können wir es also doch nochmal ausprobieren. Moin, Freunde! Euch kann ich ja schon mal wegmachen. Rest mir hier! Aua! Ja, von hinten auch noch gemein. So. Juhu, noch ein Eidechsenschwanz erhalten. Hab ich davon? Ach, ich hab davon noch welche. Ach, brauch ich doch alles gar nicht. Ist das hier sonst noch irgendwas? Man scheint hier nichts zu sein. Boah, das ganze Gebäude ist riesig. Oh. Aber ich würde vorschlagen, meine Lieben, dass ich doch hier mal den Part beende. Wenn er doch ein bisschen zu kurz geworden ist, dann tut es mir sehr, sehr leid. Kann ich mir schon mal ein bisschen umschauen. Aber ich denke mal, hier ist ein gutes Augenblick. Wir kommen den Part zu beenden. Das Ganze sieht mir auch sehr, sehr groß aus. Sprich, ach, da sieht man den Tageingang. Also wir werden hier unser Spaß haben. Zum Zentrum. Ja, sieht auch... Noch ein Gorone? Das ist aber ein anderer. Was machen die ganzen Goronen hier? Tritt in Lore her und drücke ein, dann zu steigen. Nein, die Lore. Wie verbindet? Oh Gott. Bremse mit dem B gedrückt ist. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss die. Oh nee. Wirklich? Mit der. Oh Gott. Das wird lustig. Mit Neigen und alles. Oh Mann, oh Mann. Freunde, freut euch auf den nächsten Part, denn da geht's ein bisschen, ich sag mal, ich denke, ich werde fehlen, seien wir mal ehrlich. Also, nicht verpassen, Part einschalten, Kommentar lassen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.